So, jetzt lass mal überlegen. In den Simulator brauche ich nicht, weil Punkte kriege ich auch bei dem anderen. Ja, eben auch Simulator. Nur unten dann das neue. Den Geiz sollte ich irgendwie trotzdem. Gibt es da keine 100 mehr dafür, dass man. Besiege 20 Gegner, bewerte ein Relikt, schließe am Echo des Krieges. Das kann ich ja mal als erstes machen. Und zwar habe ich ja für. Vielleicht brauche ich ja noch welche. Ansonsten habe ich welche verbraucht und kann wieder neue gebrauchen. Ich habe noch 17, da habe ich 23. Dann mache ich das mal hier. Den Echo des Krieges. Als erstes. Ja, und dann gehen wir in den Simulator und zwar in die erweiterte. Also diese neue Welt, die es noch ein paar Tage gibt. Na komm, ich nehme die. Oh, ist nicht davon. Man könnte auch die nehmen. Die ist auch nicht schlecht. Und der ist auch nicht. Aber ich habe einen eigenen. Man könnte mal gucken, ob der den besser gemacht hat. Dann müsste ich jetzt alles umstellen. Dann müsste ich meinen Inhibitor nach hinten tun. Ich nehme, glaube ich, die Goddish. Die war auch gut. Ja, und dann mache ich da meine Simulator-Punkte voll. Und mache nicht den normalen Simulator, sondern. Ich spare mir meine. Laut, oder? Ja, 40% habe ich sonst auch immer. Dann spare mir meine Trailblaze Energy für. Doch ein paar Speere zu holen. Für die Seele. Bam! Ja, ich weiß, muss man langsam mal abspielen, dann kann man so ein bisschen verstehen. Was? Ginger Ale? Ginger Ale mit O-Saft oder was? Schmeckt das denn? Ginger Ale ist lecker. Hm. Lang nicht mehr gehabt. Ich habe noch Spekulatius. Die muss man kaufen, wenn sie frisch sind. Und nicht erst, wenn sie dann. Weihnachten sind sie dann schon alt. Dann sind sie schon 3 Monate alt. So, Echo des Krieges erledigt. Was haben wir noch im Plan? Wir haben irgendwie eine Nachricht. Ja, Seele, was hast du? Sagt man normalerweise, seid ihr doch auf dem Express, nicht wahr?
Was macht ihr denn da so in eurer Freizeit? Kaffee kochen. Backgammon spielen. Computer zocken, uns unterhalten, Zeitung lesen, Bücher lesen. Jetzt, wo nicht so viel gekämpft wird, möchte ich mir gerne ein paar neue Hobbys zulegen. Ich singe und tanze gern, ich rappe gern, ich treibe gerne Sport. Ja, Sport wäre doch das Richtige für Seele. Warum kommst du nicht zur Waldfeier und wirst dort Läufer? Ich garantiere dir, dass du im Nu deine Schrittzahl zusammen hast. Wie nervig. Da habe ich endlich etwas Zeit und dann weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Was hattest du denn zuvor für Hobbys? Ich? Nix. Nur ein bisschen basteln, Puppen reparieren und so weiter. Was für ein entspanntes Hobby. Egal, es hört sich nicht nach dir an, das ist eher die Antwort auf, das hört sich nicht nach dir an, anstatt was für ein spannendes Hobby. Warum glaubst du mir nicht? Ich habe Wände zu streichen. Es stehen noch 15 auf dem Plan. Hä? Naja, wenn du meinst. Also das braucht man sich wirklich nicht durchlesen. Ist es nicht wert. Eine tägliche Mission. Einmal ruhender Schatten. Tritt in den Kampf mit Angriff auf die Schwäche des. Ah, kommen wir mal einmal ruhender Schatten. Einmal ruhender Schatten, Form des. Ach, ich weiß doch nicht. 5. 15. Was brauche ich denn für. Machen wir es doch mal so. Die Seele oder habe ich da alles? Da habe ich noch genug von den Dingen, oder? Da brauche ich nur einen davon. Den habe ich auch noch mal, da brauche ich auch nur einen. Ja, ich brauche eher hier die Christbaumkugeln fehlen mir. Also runder Schatten ist eigentlich ziemlich wurscht, was ich mache. Nimm halt irgendeinen. Da habe ich 5. Gleich 15. Da habe ich nur 2. Haut rein, Leute. Hinten steht ein. Aber eigentlich bin ich mehr auf. Ah, da. Hatte ich doch irgendwie im Kopf, dass da einer drin ist. Ne, hier. Und dann Guide. Und abholen. Jetzt mal noch 200.
Besiege 20 schaffe ich dann und das wahrscheinlich auch. Tritt in den Kampf mit Angriff auf die Schwäche des Gegners ein und gewinne 3-mal. Ach so, auf die Schwäche des Gegners, das ist das. Nee, insgesamt 20. Ja, das kann man ganz gut machen in der eiskalten Ebene, da. Also, das geht ja hier mit. Wo ist denn das Roboter-Siedlung? Ach, da kann man jetzt auch noch drauf. Da gibt es aber keine. Ja, der abgelegt. Nee. Äußere Schneewürste. Fangen wir mal da an. So, dreimal die Schwäche ausnutzen. Ja, ich glaube, ich habe hier am meisten Chancen. Schwäche ausgenutzt. Das war Nummer 2. Keine Frage, dass ich das gewinne. Hallo. Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, 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 Gucci. So, bist so süß jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich will was fressen. So. Und da ist noch ein Opfer. Ja, dritte mit Schwäche. Oh nein, Spaß dran. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Achso, ich habe noch keine 20 Gegner besiegt.
Ja, man ja auch. Anders. Dann können wir hier nochmal Samen. Guck mal, ich habe die 150 noch nicht verbraucht. Das machen wir mal als nächstes. Und zwar kann ich noch jede Menge von diesen Speeren gebrauchen. Und Christbaumkugeln brauche ich auch. Royal Ones or Goddish. Das ist wurscht. Da habe ich ein gutes Gefühl. Scheint ja gar nicht viel besser zu sein als meine. Nee, ich will das mal anders versuchen. Das ist nie gescheit. Machen wir schnell Formation. 1, 2, 3, 4. Und ich schieße mir den letzten aus. Eine Seele habe ich selber. Aber wie wär's denn hier mal mit der Maxing? Das ist doch jetzt das Todeskommando, oder? Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geguckt. Jetzt meine, die ist doch gar nicht schlecht. Hat ja keiner behauptet. Schnitzel. Die ist auch nicht schlecht. Dann macht der Ultimate halt irgendwie ordentlich Schaden.
cannot do it. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Cannot do it. And lure flame. Ja, mach nochmal. Einmal 50 können wir schon ausgeben. World Cleansing Track. Ja, die braucht halt viele Punkte, schätze ich mal. Das hat er keine mehr. Ich glaube, der Imbibitor und die... Oh, wie heißt das denn? Ich sag mal, die Blinde. Die brauchen beide viele Fertigkeitspunkte. Also, brauchst du nur einen? Okay, fertig. Okay, machen wir die 30 noch und dann ist gut. Schließlich eigenes Team. Komm mal hier erstmal heilen. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Du siehst so Quantenverschoben aus. Sie sind in Dimensionen gefangen. So. Gehen wir noch mal kurz da runter. Ja, jetzt sind wir wieder fresh. Dann haben wir uns hier noch unser bisschen. Ach, schon wieder ein Hoch. Ja, gib her. Ein Starwell Pass. Okay. Für was? Ach, der Standard-Warp.
Warp. Ah, was haben wir? Ja, nichts Besonderes. Hatte ich irgendwie auch nicht mitgerechnet. Ja, nichts Besonderes. Schund! Alles nur Schund! Ja, dann kann ich immer gewinnen. Im Reiselog haben wir jetzt hier die endlose Ebene. Rein da. Und jetzt gehen wir mal zu 5 und gucken, wie weit wir kommen. Erkunde die Ebene, um aktionsbegrenzte Segen zu erhalten, die deinem gewählten Pfad entsprechen. Drücke hier, um Details zum Segen zu sehen. So. Sie? Erstmal so und dann als nächstes kommt der dazu. Oder sollte ich lieber einen Blitzer mitnehmen? Dann nehmen wir noch einen Blitzer mit, oder? Ja, ja, genau. Kataklysmischer Blazar. Man nennt, der denkt sich solche Namen aus. Für je 1% an verlorener LP wird ihr Schaden um 1% erhöht. Nach dem Einsatz eines Angriffs wird zyklischer Schaden in Höhe von 80% der verlorenen LP hinzugefügt. Mhm. 4 Sterne Segen. Sonst wollen wir bei 3 Sternen Schluss. Jetzt gibt es 4 Sterne Segen. Ein verstärkter Hitzetod-Kennzeichen. Wenn eine Figur getroffen wird oder LP verbraucht, erhält sie 4 Stapelung Kampfgeist und benachbarte Verbündeten erhalten 1 Stapelung Kampfgeist. Am Ende der Runde verliert man die wieder. Und Kampfgeist bedeutet... Er erhält Angriff um 3%, Verteidigung um 3%. Jedes Mal. Kann bis 35 Mal gestapelt, sind aber 100%. Dankeschön. Ich habe es nicht geschafft, Steven Lloyds Gesicht zu enthüllen. Schon wieder. Hertha zuckt mit den Schultern. Scheint, als hätte er mit den Hochstufen experimentiert. Dieser verrückte Gamer denkt nur daran, in diesem Spiel schnell hochzustufen. Und jetzt werden Segen endlos hochgestuft. Regeln. In dieser Ebene können alle Arten von aktionsbegrenzten Segen für alle Pfade erlangt werden. Wenn du denselben aktionsbegrenzten Segen mehrmals erhältst, kannst du ihn bis zu 9-mal verstärken. Verstärke deine aktionsbegrenzten Segen auf eine höhere Stufe, um dich auf die letzte Prüfung. Also, verstärken, verstärken, verstärken. Was ist das? Was können wir dann machen? Achso, jetzt haben wir ihn nicht mehr als er vorne. Of butterflies, illusions of the past.
schon Elite? Ja, sag mal. Ich hatte hier doch noch einen, der Amtex da stehen lassen, da. Schon die Elite rein? Hatte ich schon. 2%. Auch nicht schlecht. Stärkung? I command. Stärkung? Stärkung? Dann gib's ihm mal ordentlich. Ich glaube, der Affe ist ein bisschen sauer. Oh, sehr schön. Zerstörung natürlich. Vierer. Nicht zu Beginn der Runde eines Gegners. Zusätzlich einmal DOT, lädt Trautropfen auf. Einfach kritischer Boost. Macht was? Erhöhte Crit-Rate und Crit-Schaden. Ja, okay, nehmen wir. Jetzt kommt einmal Rast.